Hallo Leute und im herzlich willkommen und im Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von der Manga-Aktualisierung im November 2013. Hier hatten wir nochmal im letzten Part Princess Resurrection, Mirai Nikki, den letzten Band von One Pound Gospel, dann hatten wir den zweiten Band von Angeloid und der allererste Band war der englische Band von Sundome Band 4. So, das beiseite gestellt, das war unser letzter Part. Heute geht's weiter. Wir fangen einfach mal an mit Monster Collection. Bam bam. Monster Collection ist ein Manga, der schon ziemlich alt ist, von Carlsen. Und dazu muss man sagen, jeder, der auf so typischen Fantasy-Kram aus den, ich sag mal, dezent aus so den 80er kann ich nicht sagen, aus den 90er Jahren steht, so in Richtung. Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. War Record of Lotus so ein 90er? Es könnte hinkommen eigentlich, ne? Also in Richtung Record of Lotus War und so, also diesen typischen Style eben, nur mit ein bisschen mehr Action, also doch eher so in die Richtung Shonen dann schon gedacht. Wer auf sowas steht, dem empfehle ich Monster Collection auf jeden Fall. Es ist eine sehr, sehr amüsante und unterhaltsame Manga-Reihe. Wir können ja mal reingucken. Es ist natürlich jetzt ein gebrauchtes Buch, weil neu kriegt man die nur noch selten. Ich bin ja immer so ein Spezialist, der grundsätzlich immer dann Dinge sammelt, wenn sie schon Raritäten werden. Da habe ich irgendwie, da habe ich Talent für. Also ihr seht es hier, man sieht so an den Zeichnungen, es ist halt wirklich, es erinnert wirklich noch an die typischen alten Manga. Was nicht so allzu verkehrt ist, meiner Meinung nach. Könnte auch ruhig heute öfter nochmal der Fall sein. Hoppala. Da musste ich mich kratzen in den Gesicht. So. Zeigen wir es mal. Was es hier halt auch gibt, sind Monster Girls. Also wer sich ein Monster Girl-Fan nennt, der dürfte hier auch auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Denn da gab es meiner Meinung nach ein paar. Ich glaube, es gab sogar auch mal eine Meerjungfrau, war auf jeden Fall drin. Oder nee, eine Lamia war drin. Genau, eine Lamia war drin. Auf jeden Fall ziemlich cooler Shit. Ziemlich cooler Shit, Leute. Sieht man auch schon im Hintergrund. Guck mal, wie awesome das einfach aussieht. Hat eine tolle Zeichnung und die Animania hat damals gemeint, auf keinen Fall entgehen lassen. Und das Anime Land hat gemeint, ein kleines Juwel. Ich habe keine Ahnung, was das Anime Land ist. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären. War das damals auch so eine Art, so wie die Manga-Szene und so, so ein Magazin, so wie die Animania auch? Müsst jetzt nichts, aber auf jeden Fall, Band 5 ist heute angekommen, was davor angekommen ist, ist der letzte Band, aber den brauche ich natürlich auch noch, um das Ganze zu komplettieren. Und man muss dazu sagen, dieser Band ist niegelnagelneu, ja tatsächlich, der letzte Band ist nagelneu, sonst ist es eigentlich immer umgekehrt. Sonst sind immer die ersten total tip und top und der letzte Band ist einfach hier verkauft. Und hier sieht man auch nochmal dieses schöne Cover, das die ganze Zeit am Ende war. Also man kann sich schon ungefähr vorstellen, was hier so abgehen wird. Hier sieht man auch nochmal Monster Girl. Auf jeden Fall coole Scheiße. Ich will da gar nicht so viel zeigen. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen für Leute, wie gesagt, die auf so Fantasy-Kram stehen. Ich stehe jetzt nicht allzu auf Fantasy-Kram. Also es kommt auf den Rahmen an. Nicht auf die japanische Nudelsuppe, sondern auf den Rahmen. Ne? Ihr wisst, so Viereck und so. Aber im Grunde ist es wirklich eine schöne Fantasy-Geschichte mit ordentlich Action und ja, kann man eigentlich nichts falsch machen. Könnt ihr mal reingucken, Internet macht möglich und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, weil die kriegt man auf Amazon recht günstig. Und ja, ich würde sagen, zuschlagen, wer da noch will, weil ich glaube, irgendwann wird es keine Monster Collection mehr geben. Denn das ist immer so ein bisschen das Schicksal von solchen Bändern. Muss man dann leider doch sagen. So, deswegen, wie gesagt, ich suche immer Raritäten. So, und was hätten wir da noch? Ich würde mal sagen, gehen wir weiter zu Zero In. Ihr wusstet ja, ich habe ja den Band 9 geschenkt bekommen auf Geburtstag. Da hat irgendwie jemand meinen Wink mit dem ganzen Zaun, anstatt mit dem Zaunfall, hat er irgendwie nicht so ganz kapiert. Ich hätte ihm wahrscheinlich ein Haus zuwerfen sollen. Irgendwie wurde mir dann Band 9 gekauft, obwohl ich unten, also quasi in meiner Amazon-Wunschliste hatte, Zero In 1 bis 9, sag ich mal.
Und da war eigentlich klar, wenn ich mir den 1er wünsche, dann habe ich den 9er, dann habe ich den 9er logischerweise auch noch nicht, aber ich habe den 1er auch nicht. Bäh. Aber naja, gut. Wurde halt einfach drauf losgeklickt. Und ich meine, ich beschwere mich ja nicht. Ich habe ja den Band 9er gekriegt, es war ein Geburtstagsgeschenk. Er hätte mir auch gar nichts schenken können. Es wäre auch cool gewesen, wenn er einfach gekommen wäre, also erschienen auf meiner Party. Aber nun gut, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall war es scheinbar irgendwie missverständlich und deswegen, zack. Zero In, Band 1. Zero In heißt es übrigens. Das heißt nicht Zeroin, so wie Heroin oder so, sondern Zero, also Null und In. In. Das ist so eine Art Gangschaltung. Ich nenne es mal wie bei One Piece die Gears. So eine Art Gangschaltung, wo man quasi, wo der Anwender dann schreit Zero In und dann macht er irgendeinen perversen Move und dann Zero Out und dann hört es wieder auf quasi. Was es mit dieser Technik auf sich hat und so weiter, das weiß ich noch gar nicht, weil ich habe wirklich erst den ersten Band gelesen. Ja, da muss ich leider, muss ich euch das gestellen, dass das so ist. So, so wird man schon mal begrüßt mit einer Gun in der Hand, ein Mädel in roter Kleidung, was ein bisschen an Helsing erinnert, meiner Meinung nach, aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. Auf jeden Fall, coole Sache. Es ist halt wirklich so ein reiner Action-Gedöns. Da geht es am laufenden Band. Ein bisschen edgy hat man hier mal eine Titte anfassen, da mal ein Panty-Shot. Aber es hält sich dann doch noch in Grenzen. Dann gab es irgendwo hier so eine blöde Szene, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil ich glaube, die gefällt nicht jedem. Denn das ganze Ding hier ist immerhin adult. Dass ich hier überhaupt was zeigen kann, kann ich nur, weil ich einigermaßen hier was in dem Manga wusste. Ja, da gibt es eine Szene drin, die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Also wie gesagt, Adult von Egmont. Und ja, Zero In. Das wäre es soweit damit mal. Dann hatten wir Band 2. Auch eine schöne Sache. Band 2. Und ja, es ist immer sie drauf. Also hier unser Hauptcharakter, unser Female Mancha sozusagen. Wobei, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Charakter wirklich der Mancher ist oder ob er einfach nur besser aussieht als der männliche Mancher, deswegen hier vorne drauf ist. Das weiß ich alles noch nicht. Ich habe nämlich erst Band 1 gelesen, aber man sieht oft sein Face hier hinten. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass er zumindest eine recht wichtige Rolle spielt. Und hier Band 4. Und ja, damit wäre es mal soweit erst mit Zero In. Ja, wie gesagt, also Action gepackt. Auch schön mit den Farben. Ich mag das ja. Ich hab das, glaube ich, schon mal erwähnt hier, Dings, wie hieß es nochmal? Ach, Leute, immer das mit den Namen. Ich kenne den Manga in- und auswendig und trotzdem fällt mir der Name nicht ein. Ach ja, Heimliche Blicke. Nozuki Anna. Nozuki Anna war immer das Erste, an was ich denke. Aber das sagt die meisten von euch nichts, weil ihr das unter Heimliche Blicke von Kase kennt. Deswegen, ja, hat auch hier so schöne bunte Farbseiten, Cover und so weiter. Und ich finde das wirklich cool. Vor allem mag ich dieses, das hat was. Schaut mal, dieses, ne, Zero In steht er ja da immer so drauf, hier an der Seite dieses Schwarz und dann ist der Hintergrund grün und der Hintergrund wird quasi wieder gespiegelt, dass jedes Zero In grün wird und dann in dieses Schwarze übergeht. Ich finde, das hat was, das ist auch bei jedem Band so und ich finde das cool, ich mag sowas, wenn ein bisschen Idee hinter den Covern steckt und nicht nur einfach nimm mal mein Cover und dann, sondern wirklich da Ideen und Arbeit dahinter steckt. Finde ich cool auf jeden Fall. So, machen wir das mal hier oben. Hoppala. Machen wir das mal hier oben drauf. So, 8 Minuten. Ach, das wird funktionieren, keine Sorge. So, als nächstes. Hoppala, ihr hört es schon. Bom, da sieht man es ja schon. Na gut, dann lassen wir es. Habe ich mir die ganze Reihe von Professor Layton und seine lustigen Fälle geholt. Warum? Ganz einfach, weil ich derzeit die Professor Layton Games zocke wie blöde. Und ich einfach wirklich ein Mega-Fan geworden bin von diesen Layton-Reihen. Nicht nur, weil sie einfach mal was anderes sind, sondern auch manchmal einen recht coolen Humor haben und vor allem wirklich tolle Stories. Tolles Storytelling und ja, auf jeden Fall cool. Und ihr seht halt hier, das ist total abgedreht. Der Humor, der ist wirklich extrem Banane. Und zu so einer, ich will nicht sagen ernsten Reihe, aber zu so einer doch recht seriös gehaltenen Reihe, ohne viel abgedrehten Humor und so weiter,
hat der, ja, ihr seht es an den Charakteren einfach, hat es auf jeden Fall was. Gerade so unser Professor Layton, der ja eigentlich der Gentleman ist. Und ich meine, schaut euch das an, the fuck. Ich meine, das kann nur awesome werden, oder? Ich meine, hallo, ernsthaft, the fuck. Ich bin herrlich, auf jeden Fall, toll. Gags mit und Rätsel mit Professor Layton, sagt ein Schwein. Das ist, sag mal, aussagekräftig. Es ist, ja, Mystery. Wird man's Mystery? Echt Mystery? Na gut, wenn ihr meint. Ich hätte es auf Comedy getippt, weil, ja, okay. Gut, Tokyo Pop sagt Mystery. Ich sag Comedy. Mal gucken, wer recht hat. Ja, gut, dann hatten wir halt hier Band 2. Und Band 3 auch wieder schön in verschiedenen Farben. I like it. I really, really like it. Und das hier. Die gute Mangaka Naoki Sakura, die hat, das Interessante ist, die hat ja mit Level 5 nicht nur gearbeitet, also dem Programmierstudio, sondern sie hat durch Level 5 quasi mal die Möglichkeit gehabt, überhaupt bekannt zu werden, denn vorher kannte man sie nicht. Kein Stück, sie hatte noch nie einen Manga gemacht, wahrscheinlich wieder ein Dojinshi, das aber nur wirklich die übelsten Otaku-Insider kennen wahrscheinlich, wenn überhaupt, wenn es gut ankam. Ich meine, wenn sie nicht gerade irgendwas Nacktes gezeichnet hat, dann kam das wahrscheinlich bei den Comic-Ketten eh nicht so gut an. Aber wer weiß, ich kenne mich da zu wenig aus, was die japanische Comic-Ket angeht. Aber auf jeden Fall, ja, Professor Layton ist eine saucoole Sache und ich finde einfach die Gags wahnsinnig klasse. Es ist banal, hoch 10 und manchmal muss es einfach sein, muss sowas sein, es ist echt. So, und jetzt wird es nochmal spannend, weil ich würde sagen, dazu mache ich kein eigenes Video mehr, dann kommt wieder anderer Kram dazu und dann wird es wieder voll. Deswegen haue ich das noch in dieses Video rein und zwar jetzt wird es wirklich spannend und zwar, ich habe vor, das kann ich euch jetzt schon mal in diesem Moment halt eben sagen, ich habe vor ein Frauen-Wrestling-Special zu machen, was Anime, Manga und Videogames angeht. Bin dabei sehr am Recherchieren und Tun und Machen und ja, also ich habe da einige Vorbereitungen, aber ich möchte noch auf ein paar Dinge warten. Zum einen möchte ich noch ein paar Manga und ja, also Manga in der Richtung gelesen haben und um da ein bisschen Auskunft drüber zu geben und zum zweiten möchte ich noch auf den Anime hier Sekai de Ichiban no Tsuburuburu, da diesen aktuellen Frauen-Wrestling-Anime, möchte ich noch warten, bis der zu Ende ist, dass ich mir darüber auch eine volle Meinung bilden kann, weil so viele Wrestling-Anime gibt es nicht. Um zu ehrlich zu sein, ist es der einzige. Also mir ist keine andere aufgefallen. Es gibt immer nur die Bewandtnis, Wrestling zu machen, aber dann trifft es meist hier Dings ab. Es gab ein Anime, wie hieß der nochmal, Ayane High Kick oder sowas, da hieß es auch so, ja, Wrestling-Anime und so und ja, eigentlich geht es um Kickboxen und das ist dann, ja, das ist kein Wrestling. Kickboxen ist kein Wrestling und deswegen gehört das auch nicht dazu. Also es ist Sekai de Ichiban im Moment der einzige Frauen-Wrestling-Anime, den es gibt. Ja, so viel dazu mal. Warum Frauen-Wrestling? Ist im Endeffekt ganz einfach, weil die normalen Wrestling-Sachen, ich sage mal in Anführungsstrichen, ziemlich, ja, ich will nicht sagen langweilig sind, aber irgendwie, es gibt einen ganz alten mit so einem Tiger-Masken-Typ und es gibt eins, mit so, was in Japan sehr, sehr, sehr beliebt ist, mit so einem extrem hässlich gezeichneten männlichen Muskelmann. Ich glaube, die heißen auch Muscle Man oder so, aber das ist echt nicht, ne, weiß nicht so mein Ding. Deswegen spezialisiere ich mich einfach auf sowas. So, also zuerst einfach mal ein Einzelbänder. Nichts Berauschendes. Ihr werdet auch nicht wirklich lesen können. Ich habe es mir nur einfach mal geholt, dass wenn ich es im Internet lese, dass ich wenigstens hier etwas habe, weil etwas in Buchform. Und mich hat es einfach mal auch interessiert, so ein paar japanische Manga. Auch wenn ich sie nicht lesen kann, sind sie bestimmt durchaus. Ich meine, es sieht halt echt toll aus, meiner Meinung nach. Und ja, Rumble Roses, wer das vielleicht nicht kennt, das ist eine Spielereihe, die werde ich natürlich auch beleuchten. Da gibt es einmal für PlayStation 2 und einmal für Xbox 360. Wer das nicht kennt, empfehle ich auf jeden Fall mal. Aber dazu, wie gesagt, kommt noch ein Video auf jeden Fall. Also braucht ihr mal da keine Angst haben, um irgendwie hier Erklärungsbedarf wird auf jeden Fall noch gewährleistet. Und ja, das
ist einfach, wie gesagt, japanisch, ich verstehe da kein Wort. Aber wie gesagt, man hat ja diverse Möglichkeiten im Internet, sich das Ganze mal die übersetzte Version anzuschauen. Und ja, Rumble Roses ist halt der Frauenwrestling-Game, das Frauenwrestling-Game schlechthin, weil es gibt kein anderes. Deswegen muss man damit gut fahren. Zur Game-Version sage ich erstmal nichts. Das kommt dann noch in meinem Männer-Review. Dann haben wir noch, genau, dann zeige ich das noch. Dann haben wir noch hier das da. Wie hieß es nochmal? The Fighting of Idol Wrestler. Oder irgendwie Idol Wrestling, bla bla bla. Irgendwie so irgendwas für Japanisches, was ich jetzt gerade nicht weiß, denn ich habe meinen schlauen Computer gerade nicht da. Ja, wie auch immer. Man sieht schon, es begrüßt einen direkt so. Hallo. Und ja. Es hat aber eine sehr interessante, also hat eine wirklich wieder mal gute Zeichenqualität. Und wie gesagt, es geht halt wie bei Sekai de Ichiban hier in dem Fall auch um viel Körper und so weiter und ja, Anspielungen. Und trotzdem habe ich mal reingeguckt, finde ich die Kämpfe halt wirklich interessant und die Widersacher sind schön in Szene gesetzt. Und hier sieht man auch mal dieses Papier, wo auch manchmal um die Manga rum sind, gerade wenn es so ein Special ist oder so. Oder gerade mal hier, Attention, awake to the libido power, genau. Ich glaube, denn ihr Manager ist irgendwie so voll drauf, was Libido angeht und ja, du musst quasi so halbnackt sein, um richtig gut zu kämpfen. Ja, da fuck, würde ich jetzt so sagen, aber nun gut, so ist das halt, hoppala. Ja, also man sieht halt viel Haut, wie gesagt, yay. Liegt wahrscheinlich nicht jedem, das glaube ich gerne, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich, glaube ich, eine tolle Reihe, die sehr unterhaltsam sein kann. Gut, das wäre es damit. Viel kann ich dazu leider auch nicht sagen, denn ja, wie gesagt, es ist halt japanisch. Und die englische Fassung habe ich davon noch nicht gelesen, aber ich sag mal, drüber geblättert, habe gedacht, hey, das könnte mir gefallen, außerdem hat das was mit Wrestling zu tun, passt perfekt zu meiner Review, why not? Und wenn ich den Manga quasi auf Englisch einmal gelesen habe, dann habe ich auch keine Probleme mehr, die japanische Fassung einmal durchzublättern, denn ich habe da schon mehr oder minder sehr vieles noch im Kopf dann. Und etwas, was ich mir wirklich wünsche, auch wirklich, wirklich sehnlichst wünsche, dass das hierzulande oder wenigstens in England noch rauskommen würde, wäre Tarantella. Irgendwas no Tarantella. Ist ebenfalls ein Wrestling-Manga. Und zwar einer, der mich verdammt nochmal sehr an Lofina erinnert. Aber dazu wie auch werde ich auch ein anderes Mal mehr dazu erzählen. Es würde sowas von perfekt, meiner Meinung nach, in die Egmont-Reihe passen. In die EMA-Reihe. Es ist zwar ein bisschen freizügiger, aber es hat halt wirklich diesen Lofina-Charme, den man eigentlich schon von hier schon so ein bisschen erkennen könnte. Aber wer es nochmal genauer haben will, es fängt schon mal so an. Das erinnert mich schon mal irgendwie an diese damals mit Keitaro und seiner Freundin und bla. Und dann ist es, das ist dieses blöde, ich mach das mal ab jetzt kurz, das stört mich gerade ein bisschen. So, also das hier ist in Japan sehr beliebt und auch wird ja auch sehr gerne in Frankreich gemacht. Ich bin nicht so der Fan von, ich finde das ehrlich gesagt so cooler, aber dann hätte das wahrscheinlich nur so ein Cover und ich finde es aber wenigstens interessant, dass sie mal ein anderes Cover drunter haben. Damals, wo wir das in Deutschland hatten, da war das irgendwie nicht so der Fall. So, jetzt lass mich das mal ausbreiten hier. Also hier so ein typisches Shonen-Gesamtbild schon mal. Man hat so die typischen Charaktere schon mal eigentlich so beisammen. Es fehlt eigentlich nur der Nerd. Den haben wir hier nicht. Aber gut, der kommt vielleicht noch. Man weiß es ja nicht, wer da vielleicht noch dazu stößt. Ja, es dreht sich halt hier um unseren mehr oder minder Loser, immer wieder. Und hier haben wir unser Female Manager. Der mich irgendwie schon von Anfang an an Naru erinnert hat und dann auch so diese, wie sagt man, diese Humor-Gewaltausbrüche und eigentlich so dieses typische Klischee. Nichts Besonderes, keine besonderen Charaktere und gleich so am Anfang
ist halt so die Szene, oh, jetzt erkläre ich es doch, naja, egal, ist halt diese Szene, dass er in dieses weibliche Wrestling-Domain, in diese Umkleide oder was auch immer das ist, reinkommt und erstmal der zwischen den Schritt, bam, hau, kommt und nicht kommt. Oh, oh Gott, ich red mich um Kopf und Kragen. Zwischen die Beine fällt. Es klingt auch nicht besser. Es ist aber, guckt es euch an, mein Gott, macht euch selber eine Meinung draus. Und ja, es erinnert schon so irgendwie ein bisschen an hier Lofina. Und dann wird er wahrscheinlich später noch Manager oder so. Irgendwie. Und da ist wahrscheinlich erstmal die erste Hälfte total dagegen und es geht darum, ihn wahrscheinlich rauszuschmeißen. Also es erinnert irgendwie wahnsinnig an Lofina. Tut mir leid. Also, und da habe ich auch kein Problem mit, weil alles, was mich an Lofina erinnert, ist eine tolle Sache. Und jetzt seht ihr einfach mal jetzt noch hier, auch wieder hier mit diesem Sticker dran, mit diesem, ja, ich weiß auch nicht, mit diesem Einband, sag ich mal. Hier haben wir Band 2, auch wieder sehr großzügig, was die Hupen angeht, ne, jumei. Da haben wir wahrscheinlich die erste Widersacherin in Band 3, oder die größere Widersacherin. Ich glaube aber, die wird auch schon in Band 2 auftauchen, habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall werden das dann wahrscheinlich die, in Anführungsstrichen, Bösen. Und hier haben wir Band 4. Und das dürfte es auch nämlich gewesen sein, denn mehr Bänder hat Tarantella nicht. So, und jetzt haben wir einen 21-Minuten-Part und ja, da seht ihr schon mal, was ich also wirklich alles bisher jetzt hatte. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch irgendwie was schmackhaft hab machen können und ja, wenn ihr euch auf die Wrestling-Review freut, je mehr, ich sag mal, Resonanz in dieser Richtung kommt, desto schneller könnte ich damit auch fertig werden. Wie gesagt, also es könnte eigentlich sogar sein, dass wenn hier so viel Resonanz kommen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, das sofort zu machen, nachdem quasi, ich sag mal, spätestens eine Woche, nachdem Sekai de Ichiban im Anime jetzt komplett fertig wäre, könnte ich mir das vorstellen, dann schon anzugehen bzw. hochzuladen. Also es liegt so ein bisschen an euch. Weil, ja, weil ich habe halt noch andere Sachen, die ich als wichtig ersehe, aber wenn ihr meint, das ist natürlich eine coole Sache, das würde uns interessieren, dann, ja, schreibt es in die Kommis oder, ja, sonst irgendwie, meldet euch, dann weiß ich davon und dann mache ich da auf jeden Fall was. Kein Ding. Gerne, gerne. Ja, und ich hoffe, euch hat das hier auch mal wieder gefallen. Ich zeige nochmal so einen kleinen Übersicht über den ganzen Kram. Ja, so im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall hier wieder einen halben Turm. So viele Manga, so viel zu lesen, so viel zu kaufen, so viel zu tun, so wenig Zeit, so wenig Geld. So ist es immer, so wird es auch immer bleiben, aber das macht es spaßiger an den Sammlungen, ist immer wieder Neues zu entdecken, Neues toll zu finden und bitte, bitte einen Wunsch, macht, dass Tarantella hier in Deutschland oder zumindest in England rauskommt. Das war die Manga-Aktualisierung für heute, für jetzt. Es kommt aber noch eine. Oh Gott, es ist der November, ist der meiste, oder? Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Manga in einem Monat gekauft. Wobei ja der Rest eigentlich auch noch ein bisschen vom Oktober war, so gesehen. Okay, gut, dann bleibt es fair. Gut, in diesem Sinne, das war die Mesa Manga. Ich bin der René. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat.